Lichtgenossen, willkommen zurück bei Aquanox. Letztes Mal ist mir die Mission abgeschmiert, oder das Spiel an Anfang der Mission abgeschmiert. Ein Glück beim Anfang der Mission. Weil mittendrin wäre sehr ätzend. Fangen wir auch mal gleich an. Den Anfangsdialog muss ich überspringen, weil sonst stürzt es wieder ab. Ja, ganz schön weiterlabert von mir aus. Heiliges Parlament, für mich auch. In Heliopolis das Kriegsrecht ausgerufen wurde und ich der neue starke Mann bin. Jawohl, ich werde alles wieder in den Griff kriegen. Zul Ende. Hilf mir nicht, Uri, scheiße, dass du den Anfangstext mal quatscht. Dann guck die letzte Folge. Die Heike hat schon gehört, den ganzen Kack. Ja. Mach ja schon. Und jetzt noch den da hinten. Gut, Flint. Immer rein mit dem Rambock. Die Geschütztürme sind jetzt deaktiviert, um die Docks nicht mehr zu öffnen. Cox wird in 1 Million Jahren nicht da reinkommen. Obwohl der Mann gespenstisch clever ist. So, jetzt erstmal die großen. Erstmal die Fregatten ausschalten. Okay, jetzt die Bomber. Lass das normal. Wie verfehlt! Verdammt, tu etwas! Du musst diese Putschistenboote ausräuchern! Ich bin ja schon hier beschäftigt! Scheiß zu! Oh, scheiße! Wollte ich doch gar nicht, ich wollte gar nicht Waffen wechseln. Warum hat der Waffe gewechselt? Ich hab nichts gedrückt! Ich habe eine Frachter mit Betäubungsgas ausgeschickt. Die werden das Gas in die Atemluftzirkulation einschleusen. Während ich die Triops ablenke, deckt ihr den Frachter beim Andocken. So, den müssen wir jetzt beschützen. Also möglichst alle Ablenkungen auf uns ziehen. Alle Aufmerksamkeit auf uns. Ihr könnt mich ruhig aus den Latschen hauen. Das interessiert keinen. Ich bin kurz gestunt und fertig, aber... Wir müssen unbedingt, den Tech-Bomber, unseren beschützen. Und den müssen wir unbedingt plätten. Super. Bin ich ihn? Wo? Bleibt schön weg von ihm. Ich weiß, was du vorhast. Wir sollten jetzt den Navigationspunkt 1 aufsuchen. So, haben wir ihn erstmal noch schnell aus dem Latschen gehauen. Komm, boost. Warum bin ich so langsam? Geht's mal schneller. Schneller! Höher, höher.
Ah, Cisla! Die hat auf eine Cisla zu schießen. Die hauen rein. Bloß nicht treffen lassen. So viel zu bloß nicht treffen lassen. Ja, macht. Der lebt. Was? Du hast noch Energie? Lässt es mal schön sein. Hör auf! Böser Panzer, böser. Komischer Scheißpanzer. Boah, der hat mich voll erwischt. Die machen Schaden, das ist das Doofe. Warte, ich werfe erstmal die Lados-Plätten. Könnt. Ich muss in die Rettungskapsel. Ich bin erstmal lahmgelegt, toll. Ja, hat den eigenen erwischt, geil. Könnt ihr mir mal ein bisschen helfen, Leute? Mann! Bleib doch mal stehen! Bam! So, wie viele Panzer haben wir noch? Ich hab ihn! Kopf schwebt vor mir, breitseitig! Ich hab den alten Dreckskerl im Visier! Flint, halt dich da raus. Das ist jetzt eine Sache zwischen Cox und mir. Verfolge das markierte Objekt. Wir können nichts tun, Flint. Er wird Cox erledigen. Soweit ich weiß, verfügt die Triops noch nicht über automatisierte Rettungssonden. Flint ist tot. Flint, ich weiß, dass du kein schlechter Mensch bist. Du bist in Sools Charisma völlig geraten. Verfolge ihn. Das ist alles. Wir werden uns wiedersehen in den schlauen Wasser. Ich will deine Kopfzuhl! Verdammter Mist. Ich denke, wir alle haben mal wieder unseren niedrigen Zivilisationsstand bewiesen. Okay, Flint. Du hast getan, was du konntest. Du kannst andocken. Als ich das Spiel zum ersten Mal gespielt habe und bei der Mission war, da war ich wirklich sauer. Also, so Emotionen hat es damals schon vorgerufen bei mir. Gibt's ja auch nicht viele Spiele, obwohl doch mittlerweile schon, wo dann halt Emotionen hervorgerufen werden dadurch. Durch sowas zum Beispiel. Oder bei Final Fantasy. Ja. Dann labern wir mal wieder. Sul, du Arsch! Was geht? Hey, Sul! Ich freue mich schon darauf, ihr verdammtes Arschgesicht glatt zu bügeln. Werden Sie erwachsen, Mann. Hinter mir wartet eine ganze Division von Schlägern darauf, Sie kalt zu stellen. Sie Kitzkopf. Sie haben Cox getötet. Und jetzt? Haben Sie ein Problem? Ach ja? Sind Sie das Problem? Nun habe ich aber Angst. Ich werde an Ihnen kleben wie Ihr übler Körpergeruch. Ich werde Sie überall finden und dann mache ich Sie fertig. Boot gegen Boot. Da kann Ihnen die ganze verdammte Neopolis-Armee keinen Schutz mehr geben. Sie sind ein beschissener Pfadfinder. Nichts kann mich davon abhalten, an einer neuen, besseren Welt zu arbeiten. Er ist gar nicht so ein Fossil wie Cox. Alles wird anders. Die Menschheit wird ihre Evolution zu einer Superrasse selbst in die Hand nehmen. Werden Sie endlich wach. Wer nicht mit mir kämpft, wird vom Fortschritt erschlagen. Sorry, dass ich Ihre kleine Nachtmusik vom Übermenschen unterbrechen muss.
verspreche Ihnen, dass ich meine Schulden begleichen werde. Mit meiner Hilfe haben Sie meinen besten Freund getötet. Eines Tages töte ich Sie. Und jetzt werde ich von einer ziemlich klugen Frau erwartet. Chaka sitzt im Neopolis Arms. Sie hat sie von Anfang an durchschaut. Wir sehen uns. In der Hölle der Verräter. Wenigstens kriegen wir noch dafür Credits. Wie ich dieses hasse. Entweder du bist für mich oder gegen mich. Oder wer nicht für mich ist, ist gegen mich. Ich hasse sowas. Deswegen kann ich auch mit Religion nichts anfangen. Ist ja auch so. Wenn du nicht an Gott glaubst, kommst du in die Hölle. Ja, denn viel Spaß. Friede, Fremder. Was treibt dich in meine bescheidene Bar? Ich bin auf der Suche nach dem perfekten aquarianischen Tsunami-Booster. In Zeiten politischer Unruhe sollte man einen klaren Kopf behalten. Ein klarer Kopf ist das Paradies des Einfältigen. Hier ist nach Seegang, Freund. Wirbelndem Schleck. Nach einer Sedimentlawine. Ich hasse Politik. Sie setzt dich über uns alle hinweg. Ich sehe schon. Ich mix dir einen Drink namens Soma-Trauma. Du wirst deine Knochen nicht mehr spüren und dein Hirn fühlt sich an, als wäre es ohne dich auf Reisen gegangen. Ah, das ist der Göttertrank, den ich brauche. Also bei der derzeitigen politischen Lage glaubt, das müsste eigentlich die ganze deutsche Bevölkerung trinken, bis der Wahlgesetz da mal wieder gekippt, verfassungswidrig, mein Gott. Ja, tolles Thema. Hey, Chaka. Jetzt sitzt du da, Simba. Wie ein Großmaul ohne Zähne. Pujambo-Leuchtmensch. Ja, schon gut. Du hattest recht. Dogon seid ja so beschissen schlau und weise. Sind wir. Aber auch eine Dogon kann an den Falschen geraten. Wieso? Auch mal schlechte Erfahrungen gemacht? Wenn du willst, kannst du darüber reden. Ich war seine Sklavin. Einem Fürsten der Clansunion schlägt man nichts ab. Ich verließ damals meine Familie, um eine freie Kriegerin zu werden. Ich endete an Bord seines Schiffes, der Nudimund, wo er mich ein Jahr als Sklavin für sich und seine Saufkumpanen hielt. Ich floh. Jetzt ist er hinter mir her. Wir werden uns gegenüberstehen. Nimeka Sirika, ich bin zornig! Und mit deinem Zorn wirst du deine Torpedorohre füttern. Ndio, ja! Mein Zorn füllt meine Lungen, mein Herz, mein Gehirn! Meine Seele ist schwarz vor Hass. Du wirst ihn erledigen. Du bist eine Kriegerin. Und du wirst dich um Sul kümmern müssen. Wir beide sind in der Pflicht. Hofrik hat meine Freiheit gestohlen und Sul deinen Freund. Er ist gefährlich. Wird zurückkehren in die Tornado-Zone. Denn hier in Neopolis werden sie verhandeln. Er aber will handeln. Hat keine Geduld. Will Macht. Er wird das Kinyesi, das Scheißprojekt Brainfire durchziehen. Ich weiß nicht, was es ist. Sie wollen an die Oberfläche. Man hat mir gesagt, sie setzen eine Boje aus. Du wirst ihn hindern. Ach, Chaka. Ich will ihn nicht an irgendwas hindern. Ich will ihn umbringen. Weißt du, ich bin ein sehr schlichter Mann. Ja, Mann ist schlicht. Für mich keine Neuigkeit. Ihn töten oder zeugen. Und sich danach immer schnell verpissen. Alam Siki. Mann, ich störe ja nur ungern, aber deine Wings wollen wissen, wie es weitergeht. Ich denke, wir gehen in die Tornado-Zone. Ich will Sul. Scheiße, Mann! Ein privater Rachefeldzug bringt keine Credits. Wir sind entweder Söldner oder gar nichts. Mach dir da keine Gedanken. Wir nehmen die nächste Sprungschiffpassage nach Atacama. Flint endet. Ja. Das ist denn schon die nächste... Ja, dann gucken wir uns jetzt die nächste Sequenz an. Die nächste Cutscene. Dann fängt auch das nächste Kapitel an. Und dann sind wir auch für diese Aufnahme wieder fertig. Viel Spaß beim Filmchen. Auf dem Weg in die Tornado-Zone. Ich kam mir vor, als liefe ein mit Synthohol besoffener Kugelfisch in meinem inneren Amok. Ich, der Mörder eines guten Freundes. Ich wusste, dass von nun an das Schicksal ein grausames Tänzchen mit mir wagen wollte. Ich sollte die wahre Bedeutung von Brainfire herausfinden und für den Warlord Ivan King gegen die sagenumwobenen, lichtscheuen Crawler antreten. Aber in meinem Kopf raste nur der eine Gedanke.
Rache für Admiral Cox. Commodore Sewells Kopf um jeden Preis. So, da sind wir wieder bei Entry Point 6, bei der Tornadozone, wieder zu Hause. Wir speichern jetzt. Speichern wir mal oben. Und ich verabscheude euch. Nein, ich verabschiede mich jetzt. Man, mach einfach kurz. Glück auf, Genossen. Licht wünsche ich euch und bis zum nächsten Mal. Euer Hyde.